Ja, hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von Affenparty mit dem Rad unterwegs. Ja, das Wetter ist immer noch extrem bescheiden und deswegen nutze ich einfach die Zeit und ändere mal einige Dinge, die haben schon länger so ein bisschen nerven. Und zwar geht es hier um mein Rücklicht. Mit der Lampe an sich bin ich sehr zufrieden. Das Problem ist nur die Position der Lampe, die gefällt mir einfach nicht. Und da habe ich mir immer schon Gedanken zu gemacht, wie ich das ändern kann, anders zu positionieren. Also sonst habe ich das Ganze immer an der Fahrradstange, die unten dran ist und dann im Fahrrad halt drin steckt, die Sattelstange befestigt. Das Problem ist, ich habe da eine, die mit Federwirkung ist und daher ist so ein Faltenbalg da drauf und dadurch sitzt das alle nicht mehr so schön. Und deswegen habe ich mir überlegt, dass ich das hier irgendwie befestige. Und da habe ich auch so einige Möglichkeiten gesehen, die käuflich zu bekommen sind. Und das ist hier so ein Sattel, den ich damals von meinem Fahrrad dabei hatte, aber nie genutzt habe. Da sieht man hier unten diese Bügel, mit dem das Ganze befestigt wird am Rad. Und da habe ich mir dann so eine Halterung gemacht mit dem 3D-Drucker. Moment, kann man das hier so sehen? Ich hoffe mal, dass man das gut sehen kann. Habe ich damit konstruiert, ist die Stange praktisch für die Sattelaufnahme. Nur ein kleines Stück, mehr brauche ich nicht dafür, um das Gummiband hier drum zu befestigen. Und hier vorne diese beiden Aufnahmen kommen dann nachher unten hier dran an den Sattel. Wird dann allerdings noch mit diesen Löchern hier, mit Kabelbindern zusätzlich noch gesichert, damit man das nicht einfach so abnehmen kann oder dass es mal versehentlich runterfällt während der Fahrt. Noch einen kleinen Diebstahlschutz praktisch noch dabei. Das Ganze wird dann einfach so befestigt. Mache ich mal eben kurz. So. Praktisch so, wie man das an der Sattelstange macht, das Ganze. Und wird dann hier nachher am Fahrradsattel, unter dem Fahrradsattel einfach drunter gesteckt und hat dann den großen Vorteil, dass es halt unterhalb des Sattels sitzt, ein bisschen höher, was für mich auch interessant ist, weil ich so einen kleinen Gepäckträger habe. Da transportiere ich jetzt zwar nicht viel mit, aber manchmal zum Beispiel eine Jacke, ne, dass man eine Regenjacke mitnimmt, die man hinterher auszieht. Ja, das ist nicht so ganz optimal. Alternativ könnte ich das dann natürlich auch noch hier hinten irgendwie dran basteln, aber das finde ich ja auch nicht so toll. Dann wird die Lampe nass und dreckig vom Reifen, wenn Dreck hochspritzt. Und daher habe ich mir gedacht, ist es doch am besten, wenn der hier irgendwo sitzt, hier drunter. Ja, hier mit solchen Kabelbindern, ich kann mal eben wieder abnehmen, kann man das Ganze dann sichern. Und da kann das auch nicht abfallen oder geklaut werden. Und wenn man noch mehr Sicherheit möchte, kann man das hier natürlich auch noch sichern. Dann nimmt das auch nicht mal eben kurz jemand ab. Ist dann natürlich zum Nachladen ein bisschen doof oder wenn man es abnehmen möchte, aber da hat man dann die maximale Sicherheit. Ja, und dann baue ich das jetzt mal an meinem Fahrrad hinten dran und dann schauen wir mal. Ja, jetzt habe ich das Ganze hier angebracht und gesichert mit Kabelbinder. Das sitzt jetzt richtig fest, kann man jetzt so einfach nicht mehr abziehen. Und das gefällt mir so echt gut. Hier ist noch ein bisschen Platz, um noch Taschen oder so oder eine Jacke drauf zu spannen. Und das gefällt mir an sich ganz gut. Das lasse ich jetzt auch so. Ich habe noch eine andere Version im Petto gehabt, aber das gefällt mir so besser. Ja, ich will mal schauen, wenn das den einen oder anderen auch interessiert, will ich mal sehen, dass ich vielleicht die STL-Datei zur Verfügung stelle. Da muss ich aber noch mal gucken, wo ich die hochlade und zum Download anbiete. Muss ich mal schauen, schreibe ich da noch in den Text rein. Muss ich mir noch was überlegen. Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zuschauen und ja, und dann sage ich mal bis zum nächsten Mal.